Yo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal darum, welcher Streamingdienst der bessere ist. Apple Music oder Spotify? Wo gibt es die geileren Features? Welche Plattform hat mehr Titel? Und generell, was ist einfach für dich besser geeignet? Das und vieles mehr klären wir in diesem Video. Los geht's! Fangen wir als allererstes an mit der Musikqualität auf den beiden Plattformen. Bei Spotify sind alle Lieder in 320 Kilobits, also eine relativ gute Qualität. Doch bei Apple Music gibt es Songs in lossless Qualität, also komplett verlustfrei wie auf einer CD. Das sind teilweise nur minimale Unterschiede, doch vom Sound her, wenn man genau hinhört und den direkten Vergleich hat, ist Apple Music da schon ein bisschen besser. Ganz ehrlich, ich finde, im Alltag fällt es nicht ganz so krass auf, aber für Leute, die Wert drauf legen, ist es auf jeden Fall ein wichtiges Detail. Und was auch noch sehr stark ist, ist, dass das Ganze in Dolby Atmos abgemischt ist. Das heißt, ganz egal, ob ich jetzt Musik, keine Ahnung, unterwegs auf dem Handy höre mit dem Lautsprecher oder mit einem riesigen 5.1 Surround Sound System, dieses Dolby Atmos wird das Maximale aus dem herausholen, was meine Lautsprecher eben zulassen, und das ist schon ein sehr, sehr krasser Vorteil. Außerdem, und das finde ich wirklich auch sehr, sehr krass, gibt es bei Apple Music Spatial Audio, das heißt räumlichen 3D-Klang, und wenn man eben Musik hört, dann gibt es, je nachdem, was man für ein Endgerät hat, die Möglichkeit, dass man Instrumente von verschiedenen Teilen aus dem Raum hört und so. Das ist wirklich sehr, sehr abgefahren bei manchen Tracks. Funktioniert nicht immer und bei einigen Bluetooth-Geräten gefühlt gar nicht. Da muss man wirklich darauf achten, dass Spatial Audio eben verfügbar ist, aber dass man grundsätzlich die Möglichkeit dazu hat, ist wirklich schon sehr, sehr nice. Deswegen gewinnt den Punkt Audioqualität auf jeden Fall Apple Music, wobei ich sagen muss, dass es im Alltag keinen riesigen Unterschied macht, zumindest für mich persönlich. Wenn du also kein Fanatiker bist, dann geht locker auch Spotify, denn da gewinnst du halt auch ganz andere Sachen, die du bei Apple Music nur bedingt hast. Denn ich finde, bei Spotify ist die Musikauswahl und das generelle Benutzererlebnis ein bisschen besser als bei Apple Music. Es gibt auf beiden Plattformen eigene Radiosender, es gibt für dich zusammengestellte Playlists und so. Doch ganz ehrlich, ich habe auf Apple Music noch nie ein neues Lied entdeckt. Sowas funktioniert, finde ich persönlich, auf Spotify einfach irgendwie ein bisschen besser. Und so geht es tatsächlich auch vielen Apple Music Nutzern, wobei die halt eben den Vorteil haben, dass das generelle Design und die Gestaltung der App einfach ein bisschen schöner ist. Ich finde Spotify nicht unbedingt hässlich, auch da funktioniert die Bedienung natürlich, da schenken sie sich nicht viel, aber Apple Music wirkt irgendwie cleaner und es ist einfach die schönere App, auch auf Android, deswegen gewinnt diesen Designpunkt auf jeden Fall Apple Music. Bei Spotify sind es manchmal auch einfach so kleine Dinge, wie zum Beispiel diese ganz kurze Preview, unscharf von den Musikvideos statt den normalen Covern und so, sowas finde ich nicht ganz so geil. Die Lyrics kann man sich natürlich auch bei beiden Plattformen einfach anzeigen lassen, aber auch das hat Apple irgendwie ein bisschen besser gelöst. Wobei das jetzt ehrlich gesagt auch nichts ist, was ich jeden Tag mache. Interessanter wird es dann aber wieder dort, wo sich die beiden Plattformen unterscheiden, und da spielen die Lyrics für mich auf einmal wieder eine riesige Rolle, denn ich denke, wir kennen das alle, wenn man irgendwie einen Track im Kopf hat und man weiß nicht genau, wie er heißt, fängt man meistens an, irgendwie wild nach Lyrics-Teilen zu suchen, und mit ein bisschen Glück findet man das Ganze dann auch. Aber bei Apple Music geht es direkt in der App, und das finde ich wirklich sehr, sehr stark, dass man das direkt in der Suche dort machen kann. Ah, warte. Das geht auch in Spotify. Ey. Und dann kommt's. Krass. Ja, kannst du ja drin lassen. Ja, ich lass drin. Ich glaube, ich schneide es einfach rein. Außerdem hat Apple Music auch noch SharePlay. Das heißt, ich kann mit meinen Freunden ganz einfach Musik gleichzeitig hören. Man hat also dasselbe Musikerlebnis. Und was auch noch sehr stark ist, weil Apple Shazam gekauft hat, kann ich theoretisch einfach ein Lied Shazamen und es direkt in meine Playlist machen. Das sind Kleinigkeiten, die wirklich sehr, sehr stark sind. Und das sind einfach Exklusivfeatures, die es bei Spotify so nicht gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es bei Spotify Playlists gemeinsam mit euren Freunden. Das heißt, egal wer damit am Start ist, kann Lieder hinzufügen oder Sachen in der Playlist bearbeiten, und bei Apple Music kann ich meine Playlists nur mit meinen Freunden teilen. Das ist wirklich ein sehr cooles Feature bei Spotify. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich was, was mich umhaut. Spotify hat auch noch einen EQ und das ist eigentlich auch ganz cool, aber brauche ich im Alltag nicht so oft. Deswegen würde ich sagen, dass insgesamt beim Punkt Exklusivfeatures das Ganze auch auf jeden Fall an Apple Music geht. Jetzt kommen wir aber mal zur Kompatibilität mit anderen Geräten, und beide Dienste sind mit Google Home, Amazon Alexa oder auch mit den Sonos-Produkten kompatibel.
kompatibel. Das Einzige, und das nervt mich wirklich jeden Tag aufs Neue, wenn du Spotify hast und gleichzeitig HomePods besitzt oder sehr krass im Apple-Ökosystem drin bist, was dein Smart Home angeht, dann schaust du leider in die Röhre, weil Spotify eben wie gesagt nicht mit den HomePods funktioniert. Und das finde ich wirklich echt schade, doch wenn es um die Kompatibilität geht, dann ist Apple Music halt leider ein Schritt voraus. Ist eigentlich irgendwie unfair, dass der Punkt dann an Apple Music geht, aber es ist halt zwangsläufig mit mehr Produkten kompatibel. Als nächstes kommen wir mal zu den Preisen und man kann sich eigentlich ganz grob merken, dass Apple Music immer 1 Euro teurer ist als Spotify. Egal ob du das alleine abonnierst oder mit deiner Familie oder sowas, Apple Music ist immer 1 Euro teurer. Was aber ganz nice ist, es gibt bei Apple Music teilweise auch noch Features, wie zum Beispiel, dass man Apple TV Plus geschenkt bekommt oder mehr iCloud-Speicher. Das ist wirklich sehr, sehr nice, aber den Punkt Preis gewinnt trotzdem Spotify, einfach aus dem Grund, weil es natürlich ein bisschen günstiger ist. Oh, und natürlich gibt es auch noch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Streaming-Payouts für eure Lieblingskünstler bei Apple Music höher sind. Das heißt, wenn ihr die supporten wollt, dann auf jeden Fall Apple Music auswählen. Dann braucht man bei Apple Music aber eine separate App für Podcasts. Ist nicht schlimm, aber bei Spotify ist es eben direkt mit drin. Und auch so Sachen wie, dass es bei Apple Music spezielle Radiosender extra von euren Lieblingskünstlern gibt, sind eigentlich ganz nice. Von dem her sind das einfach so Kleinigkeiten, die man beachten soll. Jetzt kommen wir aber mal zu meinem Fazit. Und ganz ehrlich, ich habe viel für dieses Video recherchiert und ich habe mindestens genauso viel gelernt. Und früher hatte ich beide Plattformen, Apple Music und Spotify. Doch mittlerweile nutze ich nur noch Spotify, was eigentlich witzig ist, weil es sehr, sehr viele coole Features bei Apple Music gibt, die eigentlich auch echt dope sind, die App auch designtechnisch einfach besser aussieht. Doch es gibt eine Sache, die mich dann doch mehr zu Spotify gebracht hat und die ist eigentlich so ironisch, weil, wie ihr ja jetzt auch alle wisst, ist die Musikqualität bei Apple Music besser. Doch das Musikerlebnis für mich persönlich gefällt mir bei Spotify mehr, weil man da einfach auf viel mehr neue Lieder stößt und die Empfehlungen von dem Spotify-Algorithmus für mich persönlich den entscheidenden Unterschied machen. Beide Plattformen sind wirklich ganz, ganz oben und ich mag sie beide sehr gerne, doch am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich Spotify wählen. Es kann aber natürlich für dich ganz anders sein. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Plattform ihr besser findet. Und ansonsten war es für heute. Bis zum nächsten Video. Ciao!